Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch zu einer reinen Bayern-Tour mal heute wieder. Ja, ich drehe diesen Vlog Mitte August und es ist 7.25 Uhr. Ja, also sehr früh, aber ja, heute soll es bis ins Allgäu gehen, beziehungsweise Richtung Allgäu gehen, und das setzt einfach nun mal eine frühere Abfahrtszeit voraus. Ja, heute soll der Vlog mal ein bisschen anders sein, wie die restlichen Vlogs, wo ich ja dann eigentlich immer sage, ja, so wie die Tour abläuft, das seht ihr dann im Laufe des Vlogs. Nein, heute zeige ich euch mal von vornherein, wie ich die Tour so geplant habe. Und man sieht einen Haufen knappe Umstiege und in Rohrbach zum Schluss die Fotostelle, die ist eigentlich auch nur wirklich schön, wenn ja das Hopfengestänge noch dran ist und nicht schon abgeerntet ist. Ja, die Hopfenernte soll Ende August, Anfang September sein, also eigentlich müsste ja, der Hopfen noch zu sehen sein, aber ja, wegen Dürre und so mal schauen, ob nicht schon früher abgeerntet wurde. Deswegen, ja, mal schauen, wie erfolgreich die Tour so ist. Und darin liegt jetzt die Spannung dieses Videos. Ihr könnt nachprüfen, ob alles so klappt, wie ich es mir gedacht habe. Und deswegen, ja, sage ich jetzt mal, viel Spaß beim Zuschauen. Auf dieser Tour bin ich jetzt nicht alleine. Ja, es begleiten mich jetzt noch zwei gute Bekannte und die stellen sich jetzt mal euch kurz vor. Hallo, ich bin die Corinna. Hallo, ich bin der Henry. Ja, die beiden sind auch Eisenbahn interessiert und deswegen sind sie heute bei der Tour mit dabei. Und wir sind hier in einem älteren Doppelstockwagen unterwegs, Baujahr 1993. Und was man hier sehen kann, ist eine Trennwand. Ja, kennt man von den neuen Doppelstockwagen überhaupt nicht mehr. Und jetzt mal die Frage an euch, wofür könnte denn die gut gewesen sein, diese Trennwand? Ja, könnt mal kurz überlegen. Auf jeden Fall, ich verrate es euch jetzt. Und zwar, es ist so, diese Trennwand war dafür da, um den Raucherbereich und den Nichtraucherbereich zu trennen. Denn in den 90er Jahren durfte man tatsächlich noch in Regionalzügen rauchen und ja, dann sollte diese Trennwand den Qualm etwas abhalten. Also ja, ich denke mal, wenn hier 20 Leute geraucht haben, ja, dann ist der Qualm vielleicht doch ein bisschen rübergezogen, aber zumindest nicht ganz ungehindert. Und ja, dafür ist diese Trennwand gut gewesen. Die Leute, die meine Doppelstockwagen-Doku aufmerksam geschaut haben, die ja, werden dieses Detail wissen. Und für die anderen war es jetzt vielleicht eine interessante Information. Regionalbahn aus Nürnberg war komplett pünktlich und deswegen hat dieser erste Umstieg hier in Teuchtlingen sehr gut geklappt. Bislang läuft alles wunderbar nach Plan. Alle Züge sind pünktlich, sind jetzt eben auch pünktlich hier in Augsburg Hauptbahnhof angekommen. Ja, dieser Bahnhof wird umgebaut, Bahnsteiganlagen werden alle erneuert, auch das Bahnhofsgebäude. Es soll sogar eine unterirdische Straßenbahnhaltestelle entstehen. Ja, aber dazu vielleicht dann mal irgendwann in einer Doku mehr. Ja, wir nehmen jetzt vielleicht den einen oder anderen Zug hier auf und dann geht es weiter um 10.16 Uhr nach Buchloe.
herzlich willkommen hier in Biesenhofen. Also ich muss der DB Regio wirklich ein großes Lob machen. Ja, 5 Minuten knapp Anschluss, 3 Minuten knapper Anschluss, alles wunderbar geklappt. Alle Züge super pünktlich. Also ja, bin sehr begeistert. Und ja, jetzt sind wir hier pünktlich in Biesenhofen. Was ist das Besondere an diesem Bahnhof? Ja, kurz hinter diesem Bahnhof teilen sich die Linien nach Kempten und nach Füssen. Und deswegen ja, hat man hier den Zugverkehr auf beiden Linien, den man aufnehmen kann. Und ab jetzt ist auch noch ja, ein weiterer Eisenbahnfreund mit dabei. Und ich würde sagen, der stellt sich auch euch mal kurz vor. Hallo, bin der Thomas und wohne in Gettendorf und bin heute auf der Tour mit dabei. Alles klar, also jetzt sind wir die Fantastischen Vier hier und nehmen ein paar Züge auf. Ja, ein Monitor, mit dem der Lokführer einsehen kann, ja, was so in den Einstiegsräumen passiert. Hier kann er das Einsteigen genau beobachten, weil der Bahnsteig liegt ja leicht in der Kurve. Genau, gut, ich meine, bei den ganz neuen Zügen brauchen wir es natürlich nicht. Wenn die da perfekte Lichtschranken haben, muss der Lokführer das eigentlich nicht überwachen, das Türen schließen. Aber ja, es gibt ja noch ältere Züge und die nicht die Türen haben, wo man theoretisch auch jemanden einklemmen kann. Und dafür ist dann dieser Monitor da. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass hier in Biesenhofen auch einer steht. Kann ich bislang eigentlich nur von der S2 zwischen Roth und Altdorf. Aber ja, ist auf jeden Fall mal ein bisschen was Besonderes. Ich grüße euch aus der höchstgelegenen Kreisstadt Deutschlands. Ja, tatsächlich ist Marktoberdorf die höchstgelegene Stadt mit einem Sitz eines Landkreises, denn Sonthofen ja, liegt 17 Meter tiefer mit 741 Meter über Normalnull und Marktoberdorf mit 758 Meter, ja, etwas höher. Wusste ich auch nicht, aber Wikipedia macht ja bekanntlich schlauer. Ja, Züge fahren ja hier nur im Stundentakt und die gut 35 Minuten Zugpause nutzen wir jetzt hier für einen kleinen Gang durch die Stadt. Das ist hier das Schloss und das ist jetzt hier, wenn ich die Kamera richtig halte, ja, die St. Martin-Kirche. Und da würde mich jetzt mal ja, interessieren, wie es bei euch ist. Schaut ihr auch mal gern in die Städte rein? Schaut euch ein bisschen die Gebäude an? Oder sagt ihr so, nee, Eisenbahn, Touren, nur Eisenbahn und ja, nichts Städtebauliches interessiert euch. Schreibt es mal gerne rein in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Ja, ich finde, die Mischung macht's und wenn kein Zug fährt, dann schaue ich auch mal gerne in die Städte. Ja, halt geht's.
hier nach Längenwagen gefahren, wo man ja sieht, dass sich hier beide Züge planmäßig begegnen. Und ja, die meisten kleinen Stationen der Deutschen Bahn sind doch sehr ja, zweckmäßig. Bahnsteig, Beschilderung, eine kleine Fahrgastinformation, das war's dann. Aber ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie hier in Längenwagen. Auch eine sehr ja, kleine Bahnstation, kleiner Ort, aber was für ein ja, schick hergerichteter Warteraum, muss man wirklich sagen. Nicht schlecht. Und ein kleines Highlight gibt's. Gut, kann man zwar nur so durch die Scheibe sehen, aber ich glaube, man erkennt es, eine N-Wagen-Sitzbank. Hier in Längenwagen ist es sogar noch viel besser. Ja, es gibt nicht nur den kleinen Warteraum, sondern man muss mal auch noch den Hintereingang ausprobieren. Und dann kommt man hier in diesen Ausstellungsraum, ja, wo informative Text- und Bildtafeln angebracht sind. Dann haben wir hier hinten einen Bildschirm, wo ja, Bilder von Längenwagen gezeigt werden. Und, ja, nicht schlecht, genau hier die N-Wagen-Sitzbank, ja, die Original, die roten Ledersitzbänke. Also, ja, war alles vor meiner Zeit. Diese roten kenne ich gar nicht mehr, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber, ja, so waren die Silberlinge mal früher. Genau, und dann in den letzten Jahren fuhren sie ja mit Stoffpolstern. Aber fühlt sich gut an, auch auf so einer Ledersitzbank mal zu sitzen. Und nun sind wir mehrere tausend Kilometer geflogen und befinden uns in Israel, ja, im Ort, wo Jesus geboren ist, Bethlehem. Nein, ist natürlich Spaß, ihr seht's, Längenwagen, Ortsteil Bethlehem. Ja, aber den Ortsteil gibt es tatsächlich auch in Deutschland. Ja, originell. Und dachte ich, ist vielleicht mal erwähnenswert, auch in diesem Vlog. Genau, soweit jetzt mal die Ortserkundung hier. Und jetzt sind wir wieder am Bahnhof. Ja, das war unser Aufenthalt jetzt hier im Ostallgäu. Man sieht ja auch hier im Hintergrund die Berge. Ja, war jetzt hier schön gemütlich, erholsam. Ja, nicht viel los auf den Straßen. Und jetzt geht's wieder rein ins Getümmel, denn jetzt geht's nämlich nach München mit dem Regionalexpress und von dort aus dann ja, Richtung Rohrbach an eine Fotostelle. Das ist schon wirklich verrückt. Ja, seit Ende Juni ist der Planeinsatz der Wittenberger Steuerwagen beendet. Ja, und wir haben jetzt Mitte August. Es sollten eigentlich nur noch Twindecks fahren, beziehungsweise 111er mit nur Doppelstockwagen. Ja, und was fährt? Richtig, 111er Doppelstockwagen und Wittenberger Steuerwagen. Ja, die Dinger sind unverwüstlich und ja, sie fahren im Gegensatz zu den modernen Twindecks. Die ja, haben halt noch so ihre Problemchen.
Wir sind jetzt in Rohrbach ausgestiegen, ja, laufen jetzt zur Fotostelle und ich habe schon auf der Hinfahrt jetzt gesehen, dass ja, das Hopfengestänge noch mit Hopfen versehen ist. Also ja, ich kann auch die Aufnahmen machen, die ich möchte für die Doku, ja, weil ich will natürlich, wenn ich das über München-Ingolstadt mache, dann will ich natürlich auch in der Hallertau ja, den Hopfenanbau zeigen und das funktioniert jetzt auch. Also, alles pünktliche Züge, alle Umstiege haben geklappt. Jetzt ist auch noch der Hopfen zu sehen. Ja, rundum erfolgreicher Tag und es ist nicht nur ja, heute sehr erfolgreich, sondern jetzt auch sehr gesund, wie man sieht. Denn ja, wir spazieren hier gut 25 Minuten hin, dann wieder 25 Minuten zurück. Und das heißt, ja, ist auch noch sehr gesund. Ich finde das ist auch das Schöne am Hobby, so ein bisschen draußen in der frischen Luft ist, sich ein bisschen bewegt. Genau, so, ich hoffe, die Kamera hat jetzt nicht zu stark gewackelt, aber jetzt gibt es dann gleich wackelfreie Aufnahmen von der Fotostelle. Angekommen wieder in Nürnberg, ja, nach einem sehr erfolgreichen Tag, muss ich wirklich sagen. Die ganzen Aufnahmen, die ich machen wollte für die Dokumentationen über die Strecken Füssen-Kaufbeuren und München-Ingolstadt, ja, die Aufnahmen, die ich machen wollte, konnte ich alle machen, weil ja, die Züge auch wunderbar pünktlich waren, so wie ich das auch von DB Regio Bayern kenne. Also muss ich sagen, ich bin hier sehr, sehr zufrieden mit dem Regionalverkehr und ja, ihr habt es auch gesehen, heute wirklich ein sehr erfolgreicher Tag. Und auf diesen erfolgreichen Tag, ja, stoßen jetzt der Henry und ich an. Jetzt mal die Kamera. Genau, ja. Ganz gesund, nicht alkoholisch, alkoholfrei und ja, auch viel leckerer wie alkoholische Getränke, finde ich. Und ja, wir sind hier in der Lounge. Ich darf eigentlich nicht in die Lounge, aber der Henry hat eine Bahn, was für eine Karte? Bahnbonus-Komfortkarte. Oder Komfortstatus. Komfortstatuskarte, auf jeden Fall irgendeine Karte, die ihn legitimiert, in die Lounge zu gehen, plus eine Begleitperson. Und ja, heute habe ich die Ehre, hier mit dabei sein zu dürfen. Genau, ja, wir lassen jetzt hier den Abend ausklingen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.